Desaströser Abend für die CDU. Woran machen Sie es in erster Linie fest? An sich selbst oder an anderen Themen, die beispielsweise aus Berlin gespielt wurden? Also alle haben Verantwortung zu übernehmen, ich auch. Als Spitzenkandidat ganz besonders, klar. Aber richtig ist auch, dass wir mehrere Faktoren haben, die jetzt gewirkt haben bei der Wahl. Das eine ist, dass wir trotz guter Konzepte, die angenommen wurden und guten Diskussionen in der Stadt, es erlebt haben, dass gerade in den letzten Wochen auch die Frage, ob er Bürgermeister wird oder sie, also Rot oder Grün, natürlich dominierend war. Und die Wechselstimmung nicht diejenige war, die eine Oppositionspartei auch braucht. Das Zweite ist, dass wir in Großstädten weiterhin Probleme haben. Also das ist auch in Hamburg so. Wir haben es ja nicht geschafft, in den letzten Jahren mal über 17-18% bei den Umfragen zu kommen. Das ist auch ein Thema für die Bundespartei. Das ist auch ein entscheidendes Thema für die Bundespartei. Es ist noch gar nicht so lange her. Da regierte hier mal Ole von Beust. Sie mögen ihn noch kennen, mit absoluter Mehrheit. Was ist da verloren gegangen? Das Gute ist, ich kann mich noch daran erinnern, weil ich selbst in der hamburgischen Bürgerschaft saß. Weiß ich. Weil ich der Fraktionsvorsitzende und mitgestalten durfte. Deswegen ist es ja genau die Frage, wie gelingt es also von, oder wie kann man diese 47% einordnen mit Blick jetzt auf die 11%? Richtig ist, dass damals Ole von Beust als Bürgermeister dieses tolle Ergebnis geholt hat. Vorher lag er auch bei 26%. Aber richtig ist auch, dass wir im innerstädtischen Bereich mehr und mehr verlieren. Wir erreichen gewisse Milieus nicht mehr, in der Kommunikation nicht. Wir setzen Themen zu spät. Wir erkennen auch gewisse Verläufe gesellschaftspolitischer Art einfach zu spät. Und was wir brauchen in Berlin, und das ist eine Frage nicht nur für Hamburg, auch für Köln, Düsseldorf, vielleicht auch für München, was zeichnet uns in Großstädten aus? Und da erwarte ich schon in den nächsten Wochen und Monaten, dass wir uns intensiv Gedanken machen, eine Strategie entwickeln. Und das wird die Aufgabe sein, der oder des neuen Parteivorsitzenden das erwartet.